Fantastic. Hallo und willkommen zu einem neuen Spieletest. Dieses Mal das Spiel Tile Tactics mit freundlicher Unterstützung von Meltsoft Games. Ich habe das Spiel schon ein bisschen länger gespielt, bin schon Level 5, habe auch schon einen Clan gegründet. The Return, den werde ich direkt nach diesem Video online stellen oder beziehungsweise aufmachen. Dann könnt ihr da beitreten und ich werde euch in diesem Video natürlich mal zeigen, es ist, wie ihr das bei Spieletests von mir gewohnt seid. Ich werde euch zeigen, worum geht es in diesem Spiel, was kann man machen, was sind die Besonderheiten und so weiter. Der Entwickler hat mir freundlicherweise einige Gems zur Verfügung gestellt. Ich habe schon die Hälfte ausgegeben. Die andere Hälfte wollte ich mir unbedingt für dieses Video aufsparen. Es hat Elemente, die ihr vielleicht schon aus anderen Spielen kennt. Die sind ein bisschen gebündelt. Also, diese Sphären kann man öffnen. Man bekommt Karten. Es ist ein Kartenspiel. Wir wollen aber jetzt, wir gehen direkt mal rein in das Spiel, machen erstmal einen Angriff, dann wird sich das alles schon selber erklären. Es sind aktuell 457 Spieler online. Sobald das Spiel mal läuft, Leute, ihr werdet direkt merken, worum es hier geht. Eigentlich recht cool, muss man sagen. Ich muss sagen, das Spiel hat mich echt so ein bisschen gepackt. Wir spielen gegen Tyrone. Also, du hast diese Kacheln. Da sind zum einen deine Waffen drauf, das sind aber beziehungsweise die Karten von dir drauf. Unten sehen wir die Karten von mir, die Karten vom Gegner. Da sehen wir sie auf den Kacheln. Der Gegner hat jetzt schon den Zug gemacht. So, wir gehen jetzt auf dieses Feld. Das ist der Zorn. Wenn ich den Zorn bündele, dann habe ich verstärkten Angriff. Sehen wir schon oben mal zwei. Das ist jetzt schon ein bisschen gefüllt. So, nochmal. Er hat jetzt schon das Prisma benutzt. Ist natürlich, wie ihr euch das wahrscheinlich denken könnt, jede dieser Waffen oder beziehungsweise jeder dieser Karten. Es gibt natürlich unterschiedliche Karten. Normale, seltene, epische und so weiter. Jede dieser Karten hat natürlich auch ihre eigenen Besonderheiten, wenn wir gleich noch drauf gucken. Wir müssen uns mal eben ganz kurz überlegen, was wir machen. Ich bin ein bisschen in der Bredouille gerade. Ah, er hat mich gerade getroffen, allerdings habe ich nur sehr, sehr wenig abgezogen bekommen. Wir sind noch bei 306. Wir müssen wirklich taktisch denken und jetzt habe ich eine Idee, pass mal auf. Nein, es reicht nicht ganz. Ah, oh, die Explosion hat ihn ganz knapp verfehlt. Okay, okay. Kein Problem. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Zorn. Oh, das wird ein knappes Spiel. Oh, jetzt hat er den Schuriken. Bam, 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 hat mich... Den Schuriken, so, Entschuldigung, den Schuriken. Wir sollen uns überlegen, was wir machen. Wir müssen ein bisschen noch auf Defense spielen. Das ist ein taktisches Spiel, Leute, ihr merkt es schon. Es ist etwas taktisch. Oh, die Armbrust. Wir kriegen 40, jetzt haben wir ihn, pass mal auf jetzt. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir die... Nein, immer noch nicht! Doch, jetzt haben wir ihn, wir haben ihn. 178 Schaden. Okay. Wir überlegen, was wir jetzt machen. Wir holen uns ein bisschen Zorn noch. Boah, wir sind schon bei vierfachem Zorn. Ich gehe jetzt nach oben. Wir gehen jetzt nach oben rechts. Es verschiebt sich auch immer von links nach rechts, seht ihr auch. So, jetzt müssen wir überlegen. Gambeln wir oder gambeln wir nicht? Wir gambeln. Wir spekulieren jetzt. Holen uns jetzt noch den Zorn. Alter, jetzt muss ich gleich unbedingt aufpassen. Boah, der muss jetzt gleich dran sein. Komm jetzt. Ja, das war. Nein, das war es immer noch nicht. Nein, das reicht immer noch nicht. Aber jetzt reicht's. Nein, immer noch nicht. Er kann wieder ausweichen. Ah, diese Feuerwand kann natürlich nicht alles abdecken. Ihr seht schon, ne? Ich weiß natürlich genau, wenn ich das und das habe an Waffen, dann kriege ich ihn oder ich kriege ihn vielleicht auch nicht. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Atem des Drachen, ist das links, was wir jetzt hier sehen? Nein, das reicht nicht. Ah, der Drache kommt. Eigentlich eine recht coole Animation. Jetzt müssen wir... Nein, was machen wir denn jetzt? Wir haben verloren. Alto Belli, da hat er mit... Habt ihr gesehen, mit einem einzigen Move am Ende hat er mich gekriegt. Das ist nun mal das Spiel. Alter Schwede, das war schon mal sehr intensiv. Ich würde aber sagen, wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen wie was ausgeben. Das hier, das ist nämlich die dunkle Sphäre. Das ist so das Beste. Das holen wir uns jetzt erstmal. Oh, okay, wir haben einige epische, wir haben einige Rare Cards. Wir öffnen mal eben Feuerwand. So, da oben ist auch... Oh, Feuerball, sehr gut. Komm, gib mir noch was Gutes. Schleuder? Bin ich mal überlegen, ob ich die reinmache... Wir kaufen einfach noch eine. Wir haben es ja heute. So. Oh, wir haben das Schild freigeschaltet. Sehr schön. So, die Eisstacheln. Ich habe eigentlich... Okay, wir können den Schuriken schon mal upgraden, den ich in meinem Deck drin habe. Das ist sehr gut. Das ist natürlich auch... Bei einem Kartenspiel ist es auch normal. Ne? Das hast du hier ein Deck. Sphäre könnte ich upgraden. Wir warten nochmal eben. Das könnte ich upgraden. Aber hier. Für 2000. Zack. Nochmal. Komm, kann ich es nochmal upgraden? Nein, aber das Schild. Was macht das Schild? Ein Teil des Schadens, den der Spieler erleidet, wird innerhalb mehrerer Runden geblockt. Glück kannst du auch haben, dann kriegst du weniger Schaden. Verdoppelt die Wirkungsdauer. Okay. Verbessern wir mal. Habe ich jetzt auf Level 2. Nehmen jetzt mal die rein. Wer hat gesagt, eine Schleuder sei ein Kinderspielzeug? In den richtigen Händen kann sie zu einer mächtigen Waffe werden. Wir werden die jetzt mal nehmen. Für den Schuriken.
Und wie gesagt, Clan The Return, ne, habt ihr gesehen, werde ich hier nach aufmachen und dann werden wir sehen, wer da alles beitritt. Und jetzt würde ich sagen, wir öffnen ruhig mal die goldene Sphäre mal eben noch. So, eine Rare ist drin, eine seltene. Nein, eins fehlt mir zur Feuerwand. Ah, ärgerlich. Wir machen jetzt erstmal noch ein Spielchen. Vielleicht haben wir ja Glück und werden jetzt mal gleich noch einen Gegner besiegen. Es ist immer so, natürlich, du musst taktisch denken. Du musst immer ein bisschen so vorausdenken. Du musst gucken, was macht der Gegner, was mache ich jetzt als nächstes. Download natürlich hier drunter, ne? Das Spiel, wenn ihr das downloaden wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Dann ist das hier drunter verlinkt. Kriege allerdings nichts für, wenn ihr euch das downloadet. Aber würde ich mich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert. So, Steinschleuder, 28. Ich gamble jetzt wieder. So, komm da oben drauf. Ja, das, pass auf, ich habe jetzt mehr Zorn als er. Ich schub's ihn jetzt von dem Feld runter. Und wir kriegen noch Schaden. Ja, sauber. 216 hat er noch. So, nochmal. Nein, er hat Atem des Drachen und ich stehe direkt da drunter. Nein, jetzt kann er mich kriegen. Okay, müssen wir überlegen, was wir machen. Steinschleuder, nein, wir gehen da drauf. Es reicht, er ist im Radius. 119, okay, komm, einmal noch. Er hat mehr Zorn als wir, er hat mehr Zorn als wir. Das wird gefährlich jetzt, das wird gefährlich. Ich muss aus der Reichweite... Nein, er hat schon wieder den Drachen. Das wird knapp. Okay, er macht noch nichts. Jetzt komm. Zorn, nein, die Explosion ist hart. Nur 98. Was machen wir jetzt? Unentschieden. Was tun wir jetzt? Noch 54, wir gehen ihm erstmal aus dem Weg. Wir gehen ihm weiter aus dem Weg. Ist die Frage, wenn ich jetzt die Steinschleuder nehme, ob es dann reicht oder nicht. Das ist jetzt natürlich eine ganz große Gambelei. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Sehr schön, wir haben ihn besiegt. Wir kriegen eine goldene Sphäre, die sind gut. Wir kriegen eine goldene Sphäre. Sehr gut, ihr seht also schon, ne? Das Spiel ist eigentlich recht cool. Hat eigentlich so ganz andere Elemente, als wir das vielleicht von anderen Spielen kennen. Weil man wirklich so ein bisschen immer... Das ist natürlich rundenbasiert. Deswegen musst du immer so ein bisschen noch da vorausdenken. Wo könnte der Gegner hinhüpfen? Wo muss ich vielleicht hinhüpfen, um da noch was... Um dem Gegner vielleicht aus dem Weg zu gehen oder, um ihm vielleicht nahe zu kommen. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, schon ganz cool gemacht eigentlich. So, er lädt. Wir spielen gegen Timothy. Level 5 gegen Level 5. Kein Clan hat er. Oh. Er hat die Armbrust. Wir müssen mal ganz kurz gucken, was er hat. Er hat die Eisstacheln. Er hat die Armbrust. Atem des Drachen hat er noch. So, dahin. Ey, der zerstört mir alle meine Items. Das ist natürlich auch sowas. Die Items, die wir jetzt sehen, die in Grau eingefärbt sind. Wenn ich da drauf gehe, dann kann ich ihm quasi die Items zerstören. Was mache ich denn jetzt? Wir warten noch. Allerdings darf ich ihm jetzt auch nicht zu viel... Jawohl, sauber. 152. Ich darf ihm jetzt auch nicht zu viel jetzt hier geben an Zorn, denn sonst laufen wir Gefahr, dass wir da noch verlieren. Atem des Drachen sind wir sehr gut gerade ausgewichen. Jetzt müssen wir... Denk doch mal mit, Leute. Was machen wir jetzt? Also er wird jetzt wahrscheinlich... Er kann natürlich auch Items haben, die ich auch habe, wie zum Beispiel... Was hat er denn? Ja, Atem des Drachen haben wir zum Beispiel beide, deswegen ist das auch normal eingefärbt. Ah, Feuerball. Ist die Frage, was er jetzt macht. Okay, er kann da nicht drauf... Ja, das war's. Schon mal da, zack, da hauen wir ihn schon mal runter. Ah, er hat immer noch 36. Oh. Wo hüpft er jetzt hin? Ja, ich hab's richtig spekuliert. Wir haben gewonnen. Hehehe. Wir haben leider keinen Platz mehr für Sphären. Was auch ganz cool ist, Leute, dass bei den Aufgaben, dass du die ändern kannst. Erhalte den Effekt Glück. 17 von 20. Ich könnte das jetzt ändern. Dann wird die neue Quest wird dieselbe Belohnung haben. Es wird aber eine andere Quest sein. Deswegen muss man immer überlegen, ob sich dann lohnt, das zu ändern. Hier haben wir auch noch was ganz Cooles. Nämlich noch eine Kopfbedeckung, die wir wählen können. Ich würde sagen, wir nehmen ruhig mal das. Haben wir sonst noch irgendwas? Wir nehmen ruhig... Ja, wobei... Hut des Anfängers. Ich habe ja schon Tiara der Erhabenheit. Warum soll ich die dann nicht benutzen? Na, setzen wir sie mal auf. Komm. Nein, aufsetzen bitte. So. Was haben wir sonst noch? Garderobe, das war das. Wir sind schon recht gut dabei. Wir sind bei so ein bisschen mehr als Hälfte Level 5. Komm, wir öffnen noch eine Sphäre. So, zack, zack, zack. Ja, Prisma könnte ich natürlich noch upgraden. Übrigens, 3S bedeutet dann natürlich 3 Stunden, ne? Nicht 3 Sekunden. So, zack, zack. Oh, Stacheln kann ich upgraden. Wir machen euch mal alle noch auf. Gucken mal noch, was drin ist.
So, Rangliste gibt es natürlich hier auch, ne? Und Übungskampf kannst du natürlich auch machen. Ich habe jetzt nur mal einfach so drauf gedrückt, um euch das zu zeigen. Wir machen natürlich gerade einen richtigen Kampf. Gegen Ausbilder? Wie komme ich denn wieder raus? Da komme ich raus? Ja, bitte, ich möchte raus. So, wir gucken mal nämlich nach. Freunde, wir gucken nämlich mal noch nach. In meinem Deck kann ich drei sagen. Oh Mann, ey, das wäre so geil, wenn ich das upgraden könnte. Aber wir nehmen es ruhig mal rein. Boah, das ist teuer. Es ist allerdings jetzt schon auf Level 7. Und nehmen das mal rein für... Wir nehmen es ruhig mal für den Drachen rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Das schießt quasi nach oben und zu den Seiten weg. Wie so ein Kreuz. Wie so ein Kreuz schießt das. Oh, ich bin gespannt. Es gibt noch so viele Karten noch zu entdecken. Die mythische Karten gibt es auch. Gegen Conception. Es sind ziemlich viele Wut-Items wieder da. Ich könnte jetzt zum Beispiel das könnte ich zum Beispiel benutzen. Das Prisma machen wir aber noch nicht. Schleuder nimmt er. Ist okay. So, zack. Nochmal die Schleuder. Wir haben noch keine Eile. Feuerwand hat er mich jetzt, oder beziehungsweise sie hat mich dann... sie hat die Feuerwand von mir zerstört. Nein, da treffen wir zum Beispiel nicht, seht ihr? Sehr, zack. Da geht's leider vorbei. Ist unentschieden. Wo gehen wir drauf? Ja, hatte ich mir schon gedacht, dass jetzt... Oder beziehungsweise... Oh, okay, habt ihr gesehen, dass es eins nach rechts gegangen, das Feld, weil das ja mal von links nach rechts geht und sie ist jetzt dadurch in die Falle reingelaufen. Oder in die Falle reingeschubst worden, so rum. Ja, jetzt sammeln wir ein bisschen Wut. Jetzt sammeln wir noch ein bisschen Wut. Oh, die Stacheln, da werde ich natürlich jetzt voll von erwischt. Jetzt wird's eng. Jetzt, Leute, wird es eng, aber wir gewinnen das hier. Wir haben mehr Wut als sie. Zack, 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 da gewinnen wir schon mal. Oh, das reicht noch nicht ganz. Einmal noch. Oh, okay, wir haben Glück gehabt. Das heißt, 41 noch Rest. Aber es wird knapp. Oh, da haben wir auch Glück gehabt. Die Explosion gehört ja uns selber. Die gehört ihr ja nicht. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. Ich habe das Gefühl, wenn wir die Feuerwand erwischen... Es kann auch nur unentschieden geben übrigens. Ich habe nur noch 41 Leben. Ja, muss ich schon riskieren jetzt. Oh, wir gewinnen. Ja, sauber. Sie hat nämlich die Steinschleuder benutzt und jetzt haben wir noch 12 Rest und haben gewonnen. Ha. Es läuft doch, würde ich sagen. 2 Siege, 1 Niederlage, das ist auf jeden Fall was, wo ich mit leben kann. In 22 Stunden gibt es den nächsten Siegesbonus. Das ist, wenn du eine bestimmte Anzahl, ich glaube, 7 Siege, genau, 7 Siege hast, dann bekommst du den Siegesbonus. Kostenlosen Bonus gibt es in 26 Minuten. Ansonsten, wie gesagt, das ist unser Clan. Ich werde den dann direkt aufmachen, sobald das Video online ist. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an den Entwickler, an Meltsoft Games, dass sie mir ein paar Gems zur Verfügung gestellt haben. Ich würde sagen, komm, zum Abschluss kaufen wir noch ein Paket. Edelsteine nicht, sondern dunkle Sphäre für 1900. Ich will einmal so eine mythische haben, aber ich glaube, ich bin noch zu tief in den... Ah, geil. Wir können einige Sachen upgraden. Wir sind, glaube ich, auch noch zu tief. Ich habe aber noch 8000 Gold. Moment. Rip. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, dann gebt mal ruhig einen Daumen nach oben. Ich finde das Spiel, ehrlich gesagt, finde ich wirklich richtig cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, das merkt man auch beim Aufnehmen. Oh, ja, neues Level. Sehr schön. 6. Level 6 schon. Ich hoffe, das merkt man auch, dass mir das Spiel Spaß macht. Ist auf jeden Fall der Fall. Habe ich schon ein bisschen wirklich gespielt. Ich habe schon einige Matches gemacht. Man weiß nie, was einen so erwartet, ne? Das ist wirklich so. Weißt du, was anderes ist? Du hast diese Kacheln, wo du dann hörst. Ich musste Gold kaufen. Aber im Endeffekt, die Karten hier unten. Moment, hier. Die hier unten will ich natürlich haben. Nicht die epischen. Oh, wir haben echt noch. Guck mal, richtig coole Karten. Mythischen. Oh. Glücksbringendes Hufeisen. Da bin ich ja mal gespannt. Also, wie gesagt, wenn ihr eine weitere Folge sehen wollt, lasst mal ein Like da und dann ladet euch das schon mal runter, kommt in den Clan und dann sehen wir weiter. Macht's gut, einen schönen Tag noch. Dankeschön fürs Zuschauen und bis später. Tschüss.